So, was geht ab? Ich bin Gotcha, wie ihr unschwer erkennen könnt, immer noch krank. Denn es ist, ich muss ein bisschen näher ans Mikro, habe ich die letzten Male gesehen. Mein Mikro ist übrigens schief wie Scheiße. Geil. Naja, wird schon funktionieren. Auf jeden Fall, es ist Samstag, nein, Samstagmorgen, also Freitagnacht, Samstagmorgen, wie auch immer. Und ich habe gerade 4 Games in FIFA hintereinander verloren. Und denk mir so, ich habe keinen Bock mehr auf mein Leben, deswegen werde ich mir jetzt Slice Runde reinziehen. Danke an sie übrigens. Sie hat mir die vorher geschickt. Ich habe mich extra schick gemacht für euch. Ha, was ein Übergang. Mit Cap, weil meine Haare möchte man nicht sehen, ungemacht. Ich werde mir jetzt die Runde von Sly geben. Und es ist das erste Mal, dass ich die Runde höre. Ja. Genau. Und ich werde darauf reacten. Schauen wir uns das Ding mal an. Hier, Mindset, jetzt online. Habe ich übrigens schon gesehen. Ist ein stabiler Track. Sehr gutes Ding. Sly kann durchaus Musik machen, auf jeden Fall. Kann sich sehen lassen. Nicht nur die Musik. Aber wir hören jetzt mal rein. Es ist ein bisschen laut. So. Dann schauen wir mal. Übrigens hauen jetzt alle Werbung am Anfang, damit jeder sie sieht. Das ist schon schlau, ja. Übrigens, lustigerweise, direkt mal kurze Story. Zepter mischt bei ihr und bei mir Maximum um 50. Ich glaube, Maximum 50 haben wir auch hier produziert. Machen auch meine Beats. Also, wir sind cool miteinander und so. Finde ich schon lustig. Alles dieselben Produzenten, nur der Videoproduzent nicht. Übrigens scheinbar in einer Uni gedreht oder so oder in irgendeiner Bibliothek. Oh. War es ein missglückter Laborversuch oder was hat die Natur da geschaffen? Man fand die Brut in der Gasse, aber mit dem seltsamen Ding wusste man partout nicht zu machen, dass man es von Oberhausen City bis zu Julien brachte. Also generell, boah, dieses Bild, ne? Bruder muss los, Alter. Die Brille ist schon und das Hemd. Gut gemischt auf jeden Fall von Zepter. Optisch wirkt's auf die meisten ein klein wenig. Auch da wieder so ein schöner Gimmick, so optisch. Zu Julien brachte. Optisch wirkt's auf die meisten ein klein wenig. Ekelerregend. Forscher meinen, es sei anscheinend ein nackt wohl ähnliches Wesen. Nach Lustigerweise heute, wir waren heute bei mir ein bisschen feiern, ja, wir haben ein bisschen getrunken bei mir. Und wir haben uns alte Runden von mir angeguckt, ne? Und ich so, ich sah aus wie so ein scheiß Nacktmull von Kim Possible, Alter. ja. Aber irgendwie erinnert die Runde mich gerade ein bisschen an. Warum sind da so BBM da im Hintergrund? Verstehe ich jetzt nicht. Auf jeden Fall erinnert das mich ein bisschen an Cassius Clay, der hat ja auch richtig auf ihr Aussehen rumgehackt, ne? Wenn man Enten auch noch Pudel und Ratten, dann könnte Jules in die Rolle des Dr. Doolittle passen. Ich hab jetzt eigentlich keinen Bock auf Battlesport, aber noch ein letztes Wort. Das hier ist wie Flöhe, Gotcha catch them all. Bist kein Mas Ja, die musste ziehen, wie Tee. Ja, cool. Coole Line. Ein taugliches Haustier wie Hund oder Katze und muss den Rest deines Lebens weiterhin am Untergrund kratzen. Bist kein Anschluss in der Welt. Man sagt, es liegt am IQ, denn das letzte Glied der Kette bist in der Nahrungshierarchie, du. By the way, am Rand. Ich bin intelligent. Nee, aber ich habe Abi gemacht, also. Alles cool. Ich glaube, mit meinem Intelligenzquotient ist alles gut. Du zeigst dich unterwürfig. Ach, und ich wundert's wirklich, dass dein Rap exakt ist wie dein Lebensraum unterirdisch. Jetzt müsste Hook kommen. Tut mir leid, denn es scheint, als ob du in der Entwicklung nicht so weit. Mit Frauen nie zu tun, denn sie zieren sich. Nur ich ziere mich nicht, sondern sie zieren dich. Tut mir leid, doch es scheint, als ob du in der Entwicklung nicht so weit. Spiele mit deinem Ballchen, Mikado. Ich bekam das frei, du das Haarlos. Fortpflanzung hat Gott schon längst. Ja, Hook, ich fand ihre Hooks davor auf jeden Fall stärker, also. Ja, als ich die recherchiert habe, übrigens wieder ein tolles Bild. Als ich sie, ich muss aufpassen, mal ins Mikro zu reden, sonst bin ich zu leise. Als ich sie recherchiert habe, ja,
Ich hatte so ein Ohr vom Parker wäre so gerne Gangster-Rapper. Boah, krank. Wie gesagt, ich fand die Hooks vorher stärker bei Cassius und bei Parker. Aber ist trotzdem musikalisch. Probiert doch, hatte alle seine Paarungen im JB. Ich bekam das frei, du das haarlos. Ich hab ja Haare, aber früher hat's gepasst so im Gesicht. Hat Gotcha längst probiert, doch hatte alle seine Paarungen im JBB-Turnier. Es stirbt aus, denn wer will schon so eine mickrige Nacktratte? Das Bild war böse, Alter. Es stirbt aus, denn wer will schon so eine mickrige... Zur Seite. Nacktratte, die sogar gilt als darwinistische Sackgasse. Gotcha, tun wir nicht, als wäre das eine Person, es ist nur Opfer der Evolution. Hey, nein, nicht Gotcha auf Gotcha auf Opfer. Nein, bitte nicht. Während Selektion untersuchte sein Gehirn, sezierte diese. Um mal auf schlau zu tun, die Selektion, die natürliche Selektion ist von Darwin, ja. Da geht's um, also die Darwin-Theorie. Da geht's um die natürliche Selektion, nur mal hier kurz am Rande, um zu beweisen, dass ich durchaus eloquent reden kann und einen guten Intelligenzquotient habe. Zwei Hälften und meine Runde wird als Enzyklopädie-Eintrag gelten. Du bist eine Plage und das Lästigste, was Deutschrap hatte. Jeden, der dir begegnet, sieht man sich schon vor Freude kratzen. Man hielt es bisher für eine reine deutsche Rasse. Doch wieso Bauchtasche? Oma war wahrscheinlich Beutelratte. Wow. Es war eine richtige... Also die, ich hatte zum Beispiel bei dieser Slymog-Line, ja, hatte ich so... Da dachte ich mir so, bringst du die jetzt? Die ist schon cringe. Und das, ich glaube, Sly dachte sich auch so, bringst du die dahin jetzt? Das ist schon cringe. Aber im Endeffekt halt auch lustig, so, ne? Also es kommt dann auch immer wieder drauf an, ob man diesen Humor feiert. Also ich finde solche Lines zum Beispiel lustig. Das Nagetier ist hart frustriert, was leider nicht nur Haar verliert. Im Jagdrevier des Battle Rap, leichte Beute, das nagt an dir. Du hättest... Auch eine gute Line. Ich werde dich des Lebens bemächtigt, es wollte nicht mal die abgemagerte... Was hat sie da für ein Buch rausgenommen? Werde dich des Lebens... Genetik, aha. Das wollte nicht mal die abgemagerte Hygiene dich fressen, sei wegen. Aber im Prinzip hat er mich ja gefressen. Weil er hat mich ja besiegt. Deswegen ist die Line nicht sinngemäß nicht so gut verwendet, meiner Meinung nach. Dem Haarwuchs nicht niedergeschlagen, auch wenn der kaum ausgebildet ist. Wie OBC, die primitiven Primaten ist dir nicht. Ha, auch eine gute Line. Auch eine gute Line, mit der Doppeldeutigkeit. Kaum ausgebildet ist, wie OBC. Vermehrung im unmarkierten Medium. Unmarkierte DNA mit, ich weiß nicht, was das N und bla bla, Hybrid. Da kenne ich mich nicht aus hier mit Genstrukturen und Doppelhelix und so. Bossgenetik in der Doppelhelix. Yeah! Mach mal zurück, ich hab nichts verstanden. Auch wenn der kaum ausgebildet ist, wie OBC, die primitiven Primaten, ist dir nicht langsam klar. Du drehst im Kreis mit deinem Standardkram. Deine Karriereleiter ist und bleibt dein Hamsterrad. Dein Schrei nach Hilfe sind die winselnden Adlibs. Man hat im 16. an der Ratte nur die Schminke getestet. Ich sage, kauft Gotchas Runde. Jetzt fragen viele, wieso. Ihr könnt 99 Cent spenden an Nagetiere in Not. Nein, ich bekomme nur 33 Cent davon, Sliders. Weißt du auch? 33 Cent! Ja, Katze, alles gut. Ihr denkt, oh, ich habe einen kompletten Schaden. Auf jeden Fall, 33 Cent kriege ich. Und du auch nur, übrigens. Kauft Slice Runde. Ihr spendet an Frauen in Not. Tut mir leid, denn es sein. Das hast du in der Entwicklung nicht so weit. Da hätte doch so ein Weit. Hat die ja sonst auch gemacht, ne? Ich muss mal ganz kurz hören. Hätte noch gepasst, ja. Sie zieren sich, nur ich ziere mich nicht, sondern sie zieren dich. Tut mir leid, doch es scheint. Das kannst du in der Entwicklung nicht so weit. Spiele mit deinem Beinchen, Mikado. Ich bekam das frei, du das haarlos. Tut mir leid, denn es scheint. Das kannst du in der Entwicklung nicht so weit. Mit Frauen nie zu tun, denn sie zieren sich. Nur ich ziere mich nicht, sondern sie zieren dich. Das sieht übrigens richtig sick aus, Alter, mit diesem ganz weißen Hintergrund. Nicht so weit. Spiele
mit deinem Beinchen Icado. Ich bekam das frei, du das Haarlos. Allerdings finde ich, zum Beispiel aus dieser Location hier, ja egal, auf jeden Fall aus der Bibliothek, hätte man noch mehr rausholen können, meiner Meinung nach. Und das ist, glaube ich, einfach so ein Tuch und da gut beleuchtet. Ja, ihr Video ist auf jeden Fall auch ganz gut. Ich glaube, ich finde meins ein bisschen besser. Obwohl sie schon eine schöne Sekretärin abgibt oder Lehrerin in dem Fall. Ich würde dir gerne das Hemd weiter aufknöpfen, um ihr Brustbein begutachten zu können. Ja, ihr Video ist gut auf jeden Fall. Ich bekam das frei, du das Haarlos. Ja. Ja, das war die Runde von Sly. Übrigens genauso aufgebaut wie meine. Part, Hook, Hook. Ja, was habe ich zu sagen? Erstmal, sie hat mir so einen Stempel mit dem Nagetier auf jeden Fall ganz gut aufgedrückt, ja. Ja, ist eine stabile Runde. Ich fand jetzt nicht, dass es so krass gefickt hat. Aber ich weiß auch, Sly hatte ziemlich wenig Lust auf diese Runde. Ich versuche gerade die Wörter zu finden hier. Ja, sonst laber ich immer sehr viel. Durchaus eine stabile Runde auf jeden Fall. So, ein paar Lines waren dabei, wo ich auch lachen musste. Das mit dem Nacktmull war jetzt bedingt dadurch, dass ich das heute noch selber gesagt habe. Sly und ich hatten sogar vorher mal gesprochen, ich wollte gegen Parker eine Hook machen. Ne, gegen Parker? Warte mal. Ja, gegen Parker hat sie ja gebettelt. Ich so, soll ich dir eine Hook machen? Und sie so, ich hatte auch schon dran gedacht, aber 3 Wochen Frist nur, bla bla. Und so, also, wir haben auch schon vorher geschrieben und Kontakt gehabt, mehr oder weniger halt durch WhatsApp. Ja, genau. Also, ich würde jetzt mal, videotechnisch. Ich will eigentlich gerne sagen, wer das Video holt. Also, ich sehe auf jeden Fall, ich habe mehr Mühe in meinem Video. Also, jetzt nicht, dass da keine Mühe drin steckt in dem Video, aber ich denke, das war so, ja, wir gehen jetzt zu der Location und drehen. Und ich habe halt ein bisschen so einen roten Faden drin, weißt du? Mit dieser Nebenstory, dass eine Frau einen Typ kennenlernt, bla bla bla, und sie am Ende fesselt, ne? Und das alles auf die Alpha-Gene der Männer hinweisen soll und sich eine Frau unterwürfig macht. So halt, ne, als niederschwellige Botschaft. Unterschwellige Botschaft, aber ja. Ich hoffe, ich krieg den Videopunkt. Das wäre nämlich mein erster. Unique wird das auch sehr freuen. Wir haben noch keinen einzigen Videopunkt geholt. Das ist schon traurig, ne? Nicht mal ein Unentschieden oder so. Ist das traurig? Ja, genau. Ansonsten, wenn ihr Bock habt, gebt euch noch meinen Track, meinen neuen. Auf OBC Support. Nicht auf diesem Kanal, sondern auf OBC Support. Da kommt die Mucke. Hier kommen andere Sachen, wie jetzt diese Reactions, die in den letzten Tagen präsent waren hier auf dem Kanal. Ist ein Feature mit Benson Skyper und ich habe die Hook gemacht. Auf jeden Fall abchecken und schreibt mir auf Instagram, wie ihr die Runde fandet. Und genau, also ihr könnt immer mit mir in Kontakt treten, mich anschreiben. Meistens antworte ich, wenn jetzt natürlich JBB ist, dann kommen immer 300 Nachrichten an einem Tag. Dann habe ich immer ein bisschen Schwierigkeiten, so hinterherzukommen. Aber ich double-time die Worte hier schon wieder wie ein bisschen, ja. Genau, schreibt mir einfach, wie ihr meine Runde fandet. Und das war's dann auch schon von mir. Ich würde gerne mehr labern, aber ich habe gar nicht mehr zu sagen. Deswegen sage ich jetzt einfach tschüss, schönen Tag noch. Haut rein. Yeah!